Verkleidung. Sieht da, boah, da kommen, boah, da kommen Feelings hoch. Ezio-Verkleidung, Alter. Ich habe echt damals geweint, das ist kein Scheiß. Gebe ich ehrlich und offen hier zu, ich habe damals, als Ezio gestorben ist, geweint. Ich hatte Tränen in den Augen. Ey, sieht aber geil aus, oder? Die Vorteile bleiben erhalten von meiner Montur, aber nur das Aussehen wird halt verändert. Ah, sieht schon sick aus. Ich meine, wie gesagt, die Ausrüstung, finde ich, fügt sich auch sehr gut hier ein. Die Bastion-Verkleidung, als er ihm in, als er Eivor einen Besuch abstattete. Aber die ist halt schon, boah, das ist schon nochmal edel. Jetzt, wo ich auch Meisterschüler bin, denke ich, habe ich mir verdient. So, Nachforschungen. Dann nehmen wir das, die nächste Quest noch an. Oder verfolgen wir die. Aber wir machen Strich heute drunter. Jetzt schauen wir uns hier noch kurz beim Schmied einen Besuch, dass wir den noch kurz abstatten. Zweihandkampf. Hier! Ey! Hier! Boah, pass auf! Rivka, meine liebe Schmiedeschwester, ein Kollege in Konstantinopolis, also Konstantinopel, hatte die neuartige Idee, zwei versteckte Klingen zu benutzen. Eine in jedem Arm. Er war von dieser Vorstellung so begeistert, es schien ihn wenig zu kümmern, einen zweiten Finger dafür zu opfern. Er sagt, die Doppelklingen hätten für ihn Wunder gewirkt. Vielleicht wäre das etwas für den Stützpunkt in Alamut. Möge deine Schmiede auf ewig singen. Dein byzantischer Waffenbruder. Hey, als hätte ich es irgendwie ein bisschen... Sag ich denn, Imorin? Bist du deppert? Also wenn das was wird, boah, bitte gibt's hier mal eine Quest. Please, ich bete echt an die Entwickler von Ubisoft. Vielleicht erhören sie meine Worte, auch wenn sie deutsch sind.